Ja, mein Name ist Jürgen Teppenhans. Ich verantworte hier in diesem Klinikum die internistische Abteilung mit dem Schwerpunkt der Kardiologie. Wir haben in dieser Woche eine große Gruppe an Profisportlern bei uns gehabt, nämlich von den Hannover Indians, dem Eishockeyverein aus Hannover. Grund und Anlass war die Auflage des Deutschen Eishockeybundes, diese Patienten, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben, und das waren in der Profimannschaft doch annähernd 20 Spieler, nach einem festen Protokoll zu checken, um festzulegen, dass sie und wann sie wieder ihre sportlichen Aktivitäten im Profibereich aufnehmen können. Und so haben wir hier diese Gruppe bei uns gehabt und haben verschiedene Belastungsuntersuchungen durchgeführt und sie auf Herz und Nieren und Lungen exakt abgeklärt. Und ich darf vorwegnehmen, dass die Ergebnisse glücklicherweise gut ausgefallen sind, sodass die Spieler jetzt nach und nach wieder ihr Training und den Profisport aufnehmen können. Für uns war das insofern ein weiterer Schritt, nachdem wir in den vergangenen Jahren bereits begonnen haben, hier am Helios Klinikum sportmedizinische Betreuung für Profisportler und Spitzensportler anzubieten. Haben wir jetzt den nächsten Schritt gemacht und die Gruppe der Profi-Eishockeyspieler untersucht. Und wir sind froh, dass wir hier am Klinikum auf hohem Niveau die maßgeblichen Untersuchungen alle in kurzer Zeit durchführen können.